Wir sind zurück mit dem letzten Spiel der Gruppe 2. Und es ist ein Endspiel um Platz 2. Denn sowohl die Kölner haben ein Spiel gewonnen und ein Spiel verloren. Die Berliner ebenso. Und so haben wir die Partie. Erste Halbzeit Köln gegen Hertha BSC Berlin. Und die Kölner machen gleich Druck von Anfang an. Schön verzögert den Schussversuch. Das war klasse gemacht. Marc Lepisch. Schuss ist angetäuscht, das leere Grätschen lassen. Und dann gab es den Abschluss zum 1:0. Schön abgelegt jetzt. Die Kölner wieder. Klasse gespielt wieder. Der Vorlagengeber von eben, Luka Vuric. Jetzt aber die Berliner. Die auch gestern einen guten Eindruck gemacht haben. Und auch hier die erste Chance für der BSC Berlin. Also kurz mal ins Detail. Die Kölner 4:3 verloren gegen VfL Osnabrück. Und dann gab es einen 4:3 gegen 1. FC Nürnberg. Also auf jeden Fall torreich und Spektakel bei den Kölnern. Die Nürnberger. Die Berliner gewannen ihr erstes Spiel 3:1 gegen Nürnberg und verloren dann mit 2:4 gegen den VfL Osnabrück. Also Tore satt waren es mit der Beteiligung dieser beiden Mannschaften und hoffen natürlich, dass beide Mannschaften auch heute Morgen weiter draus machen. Und das ist natürlich interessant. Die Mühlis werden auf einen von beiden treffen. Zurzeit werden es, wer ist der Gruppendritter? Das wären die Berliner. Also die Mühlis gegen Berlin, das wäre natürlich eine richtige Aufgabe. Und jetzt kommen wir dazu mit der Hacke. Technisch im Anschluss voll, jetzt quergelegt. Und dann der Versuch von Sinan Kavaina. Auch gestern aufgefallen. Einige Tore erzielt, gute Leistung. Auch gebracht bei den Kölnern. Jetzt wieder Kavaina. Und die Berliner technisch jetzt Kavaina wieder mit dem Schussversuch aus der Drehung sofort abgezogen. Also der hat richtig was drauf. Ist auch der Top-Torschütze der Kölner in der Mittelrheinliga. 9 Treffer hat er erzielt in 13 Spielen. Durchaus brauchbare Quote. Aber auch Luka Vuric im anderen Block, ebenfalls 9 Treffer. Also das sind die beiden Ballermänner der Kölner. Da schön quergelegt. Es gibt den 9 Meter für die Berliner.
Und eine rote Karte. Warum, kann ich Ihnen ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Ob da lief der Kölner Kevin Gordon direkt vor der Nase. Muss ja schon ein brutaleres Foul vorgefallen sein. Jetzt aber der 9 Meter erstmal für Berlin. Und der wird verschossen. Max Molak verschießt. Und Vincent Müller pariert den aber schwach getretenen 9 Meter. Klasse gespielt. Da war Berlins Keeper jetzt dazwischen und ja, da war ein Handspiel. Da ist der Keeper. Aus seinem Strafraum gerutscht. Schussversuch jetzt der Kölner. Gepufft. Also die Kölner jetzt in Unterzahl durch diese rote Karte. Wird sicherlich noch geklärt, ob der Spieler noch weitermachen darf. Gibt hier gerade Diskussion am Rande. Kölner Betreuerin ist schon da. Bin gerade die Bestimmung gewälzt. Auch wir werden gleich natürlich eine Information einholen, ob der Kölner Spieler hier wieder auflaufen darf. Wäre natürlich schade, wenn nicht. Und jetzt der Treffer. Max Molak macht seinen verschossenen 9 Meter wieder gut. Und dadurch steht es jetzt 1:1. Also recht torarme Partie bisher. Größte Aufregung gibt es wirklich gerade hier. Ja, neben dem Feld. Jetzt aber die Chance für die Kölner. Der Abpraller. Und das ist wieder das Tor für Marc Lefisch, der damit seinen Doppelpack schnürt in dieser Partie. Luka 2:1. Für die Kölner. Das ist jetzt Vodic. Wie gesagt, Top-Torschütze bei den Kölnern. Der Ball wird aber abgewehrt. Die Berliner kontern jetzt auf der anderen Seite. Tempo in der Partie wird jetzt nochmal erhöht und verschärft. Ballbesitz für die Berliner. Patov Silva rollt den Ball zu Maximilian Storm. Das war gut gespielt. Jetzt auf Antoni Rutzen. Ja, und das ist ja der 2:2.
durch den Top-Torschützen der Berliner. 7 Tore in 16 Spielen in der Regionalliga. Berliner sind da Fünfter. Berlin insgesamt hier mit mehr Ballbesitz in der Partie. Etwas mehr das Spiel. Die Kölner natürlich diese individuelle Qualität, die sie jetzt schon wieder nutzen. Das ist jetzt Sinan Kavaina. Vorgelegter Ball von Sven Sonnenberg, der Hühne bei den Kölnern. Er ja Nationalspieler und eigentlich Stammspieler bei der U17 der Kölner. Jetzt wieder Freistoß für Berlin. Drei Minuten 40 haben wir noch auf der Uhr. Und jetzt aber schön quer gespielt und der Abschluss vereitelt. Hier der schnelle Wechsel bei den Berlinern. Über die Seitenbande. Der Schussversuch abgefälscht. Boah. Ein Angriff hier auf Mischpulte, Laptops und alles, was hier so steht an Technik. Jetzt aber erstmal die Chance für die Berliner. Wiederum das 3-3. Julius Kade. Es geht rauf und runter hier. Max Müller, diesmal als Vorbereiter in der zweiten Regatta und angeschossen vom Spieler mit der Nummer 11, Julius Kade. 1-3. Da ist Kade wieder. Schaffen es die Kölner jetzt nochmal in Führung zu gehen. Dreimal haben sie geführt. Dreimal konnte die Hertha ausgleichen. Alciers Ring hier und jetzt fast die Chance für die Berliner zum erstmaligen Führung. So, zwei Minuten noch in dieser Partie. Die Kölner haben ihre Offensivreihe nochmal ausgetauscht. Berami jetzt vorne, über die Bande hier nochmal gespielt. Sonnenberg wieder auf dem Platz. Oh, jetzt der Tunnel da. Aber weiter im Ballbesitz für die Kölner. Gehen wir in die letzten 60 Sekunden dieser Partie. 3-3. Das würde bedeuten, oh, da müssen ja die Kopfhörer mal ran. Wer dann Zweiter wird. Beide nämlich die Runde sehr, sehr unterschiedlich abgeschlossen. Die Kölner haben ihr Spiel zwar nur mit einem Tordifferenz
gewonnen, allerdings auch nur verloren. Die Berliner hingegen gewannen ihr Spiel mit 2 Toren Differenz und verloren es auch mit 2 Toren Differenz. Mehr Tore geschossen hätten die Kölner. Der direkte Vergleich wäre ja auch unentschieden. Also es riecht zumindest, so meine Vermutung, nach Berlin. Auf Platz 3, also dann als Gegner für die Mühlenkreisauswahl. Wir haben noch 9 Sekunden. Vielleicht sind alle rechten Spieler auch nochmal vorbei. Die Berliner klären jetzt den Ball. Noch 3 Sekunden. Es muss jetzt der Schuss erfolgen nochmal für die Berliner. Der geht daneben. Und damit geht es 3:3 aus. Die Mühlis vermutlich gegen Hertha BSC Berlin.